Leute, jedes Jahr steht bei mir zweimal Reifenwechsel an. Und das nicht nur bei meinem Model Y, sondern auch dem Long Range meiner Frau. Das bedeutet im Frühjahr auf Sommerreifenwechsel und im Spätjahr, so wie jetzt, wieder auf Winter. Heißt also für mich 16 Mal das Fahrzeug hochbocken. Da diese Arbeit wenig Spaß macht und ich auch nicht jünger werde, habe ich mir schon 1000 Sachen überlegt, wie ich mir das einfacher machen könnte. Bisher habe ich das mit so einem herkömmlichen Wagenheber gemacht, dürfte vielen von euch wahrscheinlich bekannt sein, was im Grunde auch ganz gut geht, aber dennoch immer noch zeitaufwendig ist. Dann habe ich mir auch schon überlegt, mir eventuell eine gebrauchte Hebebühne zuzulegen, was allein für diesen Zweck allerdings etwas übertrieben wäre. Dann habe ich auch schon mit so einem Hubwagen herumexperimentiert, was allerdings ein bisschen gefährlich war. Davon würde ich also dringend abraten. So, und dann bin ich neulich auf diesen Scherenwagenheber gestoßen. Den habe ich übrigens selbst gekauft und werde für dieses Video nicht bezahlt. In diesem Paket dabei ist dieser Scherenwagenheber, dieser Schlüssel, zu dem komme ich gleich noch, dieses Teil zum Lösen der Radschrauben bzw. Radmuttern, so ein Checkpad, passend für Tesla, einmal Handschuhe, einmal Bedienungsanleitung und so eine Tasche. Gehen wir mal zum Auto meiner Frau. So, dieser besagte Checkpad passt übrigens auch exakt in diese Mulde vom Wagenheber. Den setze ich jetzt hier ein. So, und jetzt müsste man mit dieser mitgelieferten Ratsche diesen Wagenheber anheben. Das Teil hier ist allerdings Schrott. Und jetzt kommt der Schlagschrauber von Makita ins Spiel. Dieses Teil hat laut Hersteller einen Drehmoment von 700 Newtonmeter. Bei dem Schlagschrauber habe ich den Vorteil, ich kann, je nachdem wie stark ich diesen Knopf hier drücke, regulieren, wie schnell bzw. langsam der Schlagschrauber dreht. So, jetzt gehen wir hier hin. Jetzt kann ich mir mit dem Schlagschrauber nämlich schön den Punkt suchen, an dem der Checkpad vernünftig sitzt. Und jetzt kommt nämlich das Geniale an der Sache. Leute, das war nicht nur völlig mühelos, das waren außerdem keine 10 Sekunden. Und das ist genial. Und man muss sich hier bewusst sein, dass der Tesla ein ordentliches Gewicht auf die Waage bringt. Und so geht der Radwechsel, nämlich jetzt, super einfach und vor allen Dingen schnell und ohne Kraft vonstatten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Für diejenigen, die sich für den Schlagschrauber bzw. den Wagenheber interessieren, werde ich die Produkte mal in meiner Videobeschreibung verlinken und ebenso diese speziellen Nüsse zum Lösen der Radschrauben bzw. Muttern. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, natürlich auch über ein Abo. Ansonsten bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal.